Freunde, der MVP hat es in Dragon Ball Legends geschafft als LF. MVP 17 ist am Start. Ich begrüße euch recht herzlich dazu. Wir werden für ihn summonen. Wir werden ihm einen Versuch geben. Ja, was das im Endeffekt heißt, sehen wir im Laufe des Videos. Ich begrüße euch erstmal recht herzlich dazu. Das Heftige an der Stelle ist folgendes von ihm. Und zwar, wenn er im Feld ist und der Gegner Riot Smash einsetzt oder Erweckungsfinale Angriffskarte, blaue Karte, tut er zum einen Subcounts von Verbündeten um 3 runtersetzen, aber er nimmt bis zu 3-mal eliminiert er Attributserhöhungen und Statusverstärkung des Gegners. Bis zu 3-mal nur. Das ist ein direkter Konter gegen Gogeta Blue. Denn wenn Gogeta Blue einen Rise Rush einsetzt gegen 17 und 17 muss aber auch im Feld sein, dann nimmt er diesen Buff weg. Denn bei Gogeta ist ein Buff für 3 Zeiteinheiten. Ungleich wie bei Goku Black und Android zum Beispiel, die haben das immer. Das nimmt er ihn nicht weg, das kann er ihn nicht wegnehmen. Aber Gogeta Blue kann das wegnehmen. Das heißt, er ist ein sehr interessanter Charakter, Freunde. Ich denke auch, er wird auch gut verjähren. Problem ist ein bisschen bei ihm Teams, würde ich sagen, aktuell. Als auch wenige und bis gar keine vollständigen Zenkai-Buffer. Nur Android 21, aber das ist dann Hälfte-Buffer für ihn. Bahn ist jetzt auch nicht so gut, trotz dessen geben wir den Boy einen Versuch, wenn wir ihn ziehen, wird es euch Showcases geben. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, Leute, auch einen Daumen nach oben, vielen Dank dafür. Lasst mich gerne wissen, was ihr gezogen habt. Den ersten Step würde ich einfach jedem empfehlen, rauszuhauen. Das ist nämlich 300 CC. Wenn ihr ihn nämlich zieht, dann ist er GG. Dann habt ihr ihn gezogen aus 300 CC. Ich baller mal kurz den Xenos-Spoiler drauf. Genau, dass wir vorab nicht gespoilert werden. Ich find's schade, dass. Ja, ich find's auch ein bisschen sehr komisch. Wieso sind diese Nebencharaktere im EX-Charaktere? Seit langer Zeit. Bei so normalen LF-Bannern. Die 18 ist gar nicht mal so schlecht, aber sie hätte ein 1% Sparking-Charakter sein müssen. Vor allem jetzt nach so 1% Sparking-Releases wie Zamasu und GT17, die ihre Teams wirklich sehr verstärkt haben. Das finde ich sehr schade. Und, weil die ist schon viable, die ist gar nicht mal so schlecht, die EX-18, aber EX-Charaktere sind einfach noch seltener zu ziehen, tatsächlich. Aber ja. Ich warte wirklich noch auf das Comeback von Biscoan, spare alle meine CC ab bis 8000. Ja, warum nicht? Kann man auf jeden Fall machen. Okay, 21, ja. 21. Ja, das Ding ist auch mit dem Teams, überwiegend wirst du ihn wahrscheinlich einfach auf dem Leader-Slot setzen. Er wird seinen Job nämlich sehr gut machen für die Teams, für das, was er macht. Seine einzigartige Leiste fühlt sich ja auch, wenn Verbündete Schaden bekommen. Ich finde schon, sie haben ihm der Szene schon recht gemacht. Also so wie in der Szene war gegen Anilasa, der war ja so erstmal so ein bisschen Supporter, Tanky, Shield, hat die Jungs erstmal machen lassen, dann kam er ran mit dem Finisher. Finde ich schon, haben sie in seinem Kit gut integriert. Deswegen, und ich bin auch ein Fan von 17, ich bin an sich ein Fan von Charakteren, die jetzt keine Hauptcharaktere sind, aber gut sind zum Beispiel. In dem Fall so 17, ne? Deswegen geben wir den auf jeden Fall Versuch. Ken Gen, lieben Dank für deinen 7. Monat. Und ja. Deswegen, er gibt ja schon auch ein bisschen so Future Guan. Anilasa, das ist der, gegen den die kämpft haben. Ethiopie, kennst du nicht? Kennst du nicht? Hast du nicht gesehen, T.O.P.? Da als sie Team abgemacht haben und dann kam mit der Faust und hat den weggeboxt. Wahrscheinlich hat auch deswegen fusioniert der Kämpfer Buff. Klar, bestimmt auch wegen Gogeta, aber so könnte man es quasi sich erklären. Weil zum Beispiel C13 ist ja in Lenz auch ein fusionierter Kämpfer oder C17, Super 17. Und ich gehe davon aus, Anilasa auch dazugehört einfach, definitiv. Hab im 5. Set des neueren Spanner per Gott-Animation einmal Videl, einmal Argel Gohan Krillin und der Gott Majin Vegeta. Das war einmal Videl, okay. Argel Gohan Krillin, Gott Majin. Ja, bist du zufrieden? Doch, hast du gesehen. Achso, du hast den Namen vergessen. Alles gut. Ja, und was soll man von dem neuen Tag halten? Was sagt ihr dazu? Ist einfach nur alles zusammengewürfelt, gell? Ist einfach komplett die Episode Universum Survival Saga. Plus die Charts, die aus Universum 6 gegen 7 noch am Start waren. Ne? Bisschen komisch, finde ich, den Tag. Ja, mal gucken, wie es sich halt in Zukunft entwickelt. Mit dem Tag.
Wahrscheinlich werden gewisse Charaktere nur extra für diesen Zweck einen Buff geben. Und dann die anderen Universal-Charaktere aus ihren Universen werden zum Beispiel nur für den und den Buff, sein Universum, zum Beispiel Universum 6, 11, einen zusätzlichen Buff geben. Sowas könnte ich mir vorstellen. Wie weit sind sie eigentlich in Elden Ring? Könnt ihr gerne auf Osu Nachts abchecken, Let's Play-Kanal. Links in der Beschreibung. Wir machen eine Elden Ring Coop mit den Boys. Wir haben schon einiges durchgezogen. Wir haben heute Nacht haben wir Malenia besiegt. Das war brutal. Ich habe mir auch ein neues Bild gebaut. Sensenbild. Wenn ich es euch das nächste Mal zeige, das wird brutal, glaubt mir. Das wird brutal. Okay, Ladies and Gentlemen, wir haben schön geredet, nebenbei gesummoned. Wir sind gleich durch mit dem ersten Durchlauf. Wir haben noch zwei Multis. Mal gucken, ob der erste droppt. GG. Ja, Mann. Und ich hoffe, Elden Ring kommt hoffentlich bald neue DLC. Mit neuen Stories, mit neuen Bossen und so. Das wird geil. Aber ich will neue Bosse erlegen. Das wird richtig geil. Kriegst du ihn nicht? Ich gönne, aber ich spüre, dass er nicht kommt. Kann sein. Wie gesagt, wir pullen hier für 0, Rates. Also. Ja, keine Ahnung. Entweder droppen die Charaktere oder die droppen nicht. Damit muss man sich halt abfinden. Dankeschön. Wann kommt der nächste Videostream von Kakarot? Video sollte ich die Tage hoffentlich hinbekommen. Stream könnte dauern. Ja. Also wir müssen ja noch Kid Vegeta Story machen. Vielleicht mache ich das auch offstream, je nachdem. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass die Tage die Kakarot Videos rauskommen. Als auch die Openings. Die Card Openings von One Piece und Dragon Ball, was wir letztens da so rausgehauen haben. Genau. Oh Mann. Wollen wir noch weiter haben? Bisschen schon. Das hat jetzt gar nicht befriedigt hier. Warte mal. Vielleicht gehen wir bis wir. Oder haben wir schon fünf. Haben wir schon Tickets? Schauen wir mal gleich. 17 haben wir bis jetzt noch nicht gezogen. Wir sind jetzt mit dem ersten Durchlauf fertig. Es sei denn. I don't wanna know. Tickets, wie viele Tickets haben wir nach einem Durchlauf? 5. Machen wir erstmal ein Ticket raus. Big Dreams of Tickets. Blue Lock schaue ich. Kann ich jedem empfehlen. Blue Lock Anime ist ein guter Anime. Okay, Leute. Tickets. Wie viel haben wir hier? 5%? Believe the Hashtag ein Single Summon. 5%. If you believe it, can be somebody. MVP 17. Kommen Sie. Sie waren auch im Dokkan Portal zum Release. Oh! Aber nicht. Das ist unsere erste Blue Sky Animation. Gönn. Broly? Oh, er hat Hoffnung. Was? Okay, warte mal, was heißt das? Einfach normaler Clash. Hat eine. Was? Wozu Blue Sky? Für Metal Cooler. Was? Warum? Okay, Leute, aber nur hier nochmal den Step nochmal hier annehmen, mitnehmen. Und dann müssen wir ein bisschen tatsächlich noch ein bisschen CC fahren. Und dann können wir noch den Zeiten heute noch mitnehmen, zumindest. Aber das von gerade eben, das hätte einfach Green Sky. Das hätte auch genau die Animation sein können. Hat uns aber schön Hoffnung gemacht und dann kam einfach Metal Cooler, also ganz random. Ach stimmt, ein Raid kommt ja auch am 20. richtig. Da bekommen wir dann auch CC. Stimmt, am Oh! Superhero. Einfach so, Gamma, okay, krass. Ja, stimmt, übermorgen kommt auch noch ein Raid. Okay, Leute, ich habe jetzt 500 CC, das heißt, wir müssen 200 erstmal entspannt farmen. Okay, Halleluja, Leute, gefühlt 5 Stunden gefarmt. Hunger bekommen, alles, Nerven blanco.
MVP 17. Schieb die Faust in mein Gesicht, du darfst einmal treffen, komm. Komm einfach ran jetzt, bitte. Mein Ernst. Akku ist auch noch. Alles ist noch. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.